Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tropico Multiplayer Schiff sei ruhig, zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und so habe ich, oh Gott, ich habe aus irgendeinem Grund, okay, das Chatfenster offen gehabt. Ja, es ist schön, dass du hast den Ruf auf die, bei den Alliierten. Witch-Kampagne? Ach, ich muss mich hier auch erstmal zurechtfinden wieder, nach was ich unbedingt schauen sollte. Das sind die Forschungen? Oh, ich hab keine Leute. Hä? Bildungsministerium. Ich habe unten ein Politikdings bekommen, nachdem ich das Ministerium gebaut habe. Und da sind jetzt unbesetzte Stellen. Ich glaube, ich sollte die mal besetzen. So, Minister einstellen. Verteidigungsminister. Ja, dann nehmen wir natürlich den militärischen. Oh! Sweetie. Stelle jetzt eine Verteidigungsministerin ein. Und jetzt wirst du gleich sagen, oh Gott. Warum habe ich doch schon? Warte, pass auf. Sie heißt Nora Piotrowski. Okay. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Wirtschaft. Außenminister. Luc van Dyck. Ja, das ist der klingt sympathisch. Innenminister. Da können wir Zoja einstellen. Erhöht die Arbeitsqualität aller Gebäude. Ja. Und als Wirtschaftsminister nehmen wir nehmen wir Adrian Hernandez. Oh ja, das ist ein sympathisches Ministerium. So, was wollen die jetzt hier? Ui, da brennt's. Die können diese Supermacht in eine leerstehende Botschaft einladen. Möchte ich das? Ja. Kann ich? Delegation senden, verbannen und finanziell unterstützen. Nö, eigentlich habe ich. Ach, schick mal. Was? So geht es nicht. Achso, da läuft gerade noch was, oder wie? Geht doch nicht. Oh Gott! Was denn? Ich habe gerade eine Doppelforderung gekriegt. Ja, könnt ihr mal aufhören zu quatschen? Was ich nicht verstehe, ist dieses in die Botschaft Achsenmächte in Gebäude Botschaft einladen. Ja, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Gerade. Wo denn? Ich meine, ich kann sie hier unten über die Leiste. Da kannst du aber nichts anklicken. Es funktioniert nicht. Muss man da erst irgendwie. Also, ich habe auch noch niemanden eingestellt. Das verstehe ich nicht. Achsenmächte Einladung sabotieren. Achsenmächte beenden. Also ich habe Achsenmächte, da muss ich noch eine Handelsroute machen. Aber ich habe unten auch dieses Boot, also bei Politik, da hast du ja diese Diplomatie. Und dann soll ich eine Alliiertenbotschaft besuchen. Ja, ich kann auch nichts machen. Ich kann auch niemanden hinschicken. Zollamt, Einwanderungsbehörde. Parkplatz. Da ist meine Botschaft. Wo ist die Botschaft der Alliierten? Hast du eine Botschaft gebaut? Ja. Wenn du auf die Botschaft drauf gehst, also ja, die mal auswählst, dann kannst du doch, hast du auch den Reiter Alliierte und Achsenmächte?
Alliierte habe ich, ja. Ah, darüber kannst du die einladen. Wie denn? Einfach draufklicken. Nein, den habe ich nicht. Hast du schon da auf die Alliierten geklickt? Ich kann da nirgends draufklicken. Bei mir ist nur oben Alliierte, Botschaft, Alliierte loben, Delegation senden, Bündnisanfragen, ja, verbannen. Ich kann hier genau nichts anklicken. Genau. Kannst du auch nicht loben anklicken? Nein. Hast du gerade es? Hast du da schon drauf geklickt vielleicht? Ja, aber es passiert ja nichts. Ich mache das doch schon seit einer Weile. Ja, das hat aber auch Abklimmzeit. Wenn du da mit der Maus drauf gehst, dann steht da, wie lange das dauert. Ich habe das beim letzten Mal schon versucht und es hat nichts gebracht. Okay. Weil ich habe jetzt gerade auch auf Alliierte geklickt. Ich habe da jetzt auch nur noch Alliierte stehen. Und habe gerade auf Loben gedrückt. Jetzt steht da, kann erneut ab 23 Monaten und 3 Tagen benutzt werden. Ja, aber das bringt ja nichts. Das habe ich ja auch gemacht. Also bei mir ist die Beziehung auf 58 gegangen. Ist gestiegen. Ja, 57. Und wie willst du jetzt einladen? Muss das erst hochgehen, oder? Genau. Du musst, also eine Delegation kannst du senden, wenn du 61 Punkte Beziehung hast. Und sowas okay, wie die Bündnisanfrage kannst du erst ab 81 machen. Also du musst quasi die loben, immer wenn du kannst, um die zu pushen. So verstehe ich das jetzt. Dominikanische Republik. Achsenmächte Handelsrunde. Ich möchte aber eigentlich mit den Achsenmächten nicht handeln. Wenn ich ehrlich bin. Also es ist... Oh. Jetzt habe ich dir in den Weg geklaut, aus Versehen. Ich finde, das Spiel hat schon... Man muss sich echt reindenken. Also einfach ist es nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Das merke ich auch gerade. Oh, du hast meine Anforderung eines Nicht-Angriffspaktes angenommen. Juhu! Wir sind jetzt nicht-Angriffspaktmäßig miteinander verbunden. Die ganzen Hütten, die hier stehen. Es ist schon ein bisschen aufwendiger, ja, auf jeden Fall. Aber theoretisch kann jetzt ja nichts mehr schief gehen, dass du verlierst und rausfliegst, oder? Doch, wenn einer von uns beiden 30 Aufgaben erledigt hat, schon. Weil dann ist nämlich durch das Spiel. Das finde ich schade. Ja, wir dürfen einfach nur nicht 30 Aufgaben abschließen. Also ich habe aktuell, erreichen Sie ein Ziel, da musst du mal drauf gehen, unten links. Was? Lassen Sie sie. Oh, ich muss eine Rede halten. Problem erkennen. Habe ich schon gemacht. Glaubens. Nee, Gesundheitsversorgungszufriedenheit. So. Fraktion loben. Ist natürlich die Frage, lobe ich jetzt die am meisten haben oder die am wenigsten haben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich lobe die am meisten haben, so. Supermacht beschuldigen. Ja. Verbesserung versprechen. Gesundheitswesen. Rede halten. Gut, was muss ich denn jetzt effektiv machen? Was kann ich denn machen? Ich muss erstmal einen Überblick wieder verschaffen, weil bei mir läuft alles so ein bisschen. Bei mir kommen sie alle zum Palast. Oh Gott, da kommt ein Soldat raus. Gut, gut.
Moderat beunruhigte Leiche. Nicht für eine. So, was mache ich denn jetzt noch? Ist Energieknappheit im Netzwerk 1. Ach du. Okay. Du, war meine Rede jetzt gut? Ich habe jetzt 69% Zustimmung. Also entweder hast du gleich gewonnen, weil sie mich gefeuert haben, Schatz, oder ich bleibe weiterhin El Presidente. Ja, okay. Ich habe den Apartments gebaut. Ich habe den sonst was hier, ne? Also... Eine Schiffswerft habe ich doch schon gebaut. Ja, eine Schiffswerft habe ich auch schon. Habe ich eine Tabakplantage? Genau. Eine Tabakplantage. Das? Kaffee? Zucker? Weiß. So, was habe ich denn effektiv noch nicht? Wir könnten noch eine Plantage bauen für... Das, ja, da. Das habe ich alles. Das habe ich alles. Was denn? Ja, gut, dann bauen wir eine Waffenfabrik, wenn der das unbedingt will. So, also, wenn wir das jetzt haben. Also, ich habe jetzt gerade die Tabakplantage gebaut und baue jetzt eine Zigarettenfabrik. Ja, das muss ich auch noch. Ich schaue gerade, was ich hier... Das Militär habe ich schon alles. Das habe ich auch schon alles. Bearbeitet Stahl und Nickel. Ich habe aber keinen Stahl. Habe ich überhaupt Minen? Eisenmine? Ach, siehste. Stahlwerk, Waffenfabrik. Gabriel, Minen. Minen unter Bergwerk. Also Bergwerk sind die Minen. Ich habe einmal Kohle. Was ist das denn? Was? Das ist eine Kugel. Uran? Nee, Aluminium? Nein. Nickel? Nickel! Oh! Aber wie komme ich da hin? Das ist natürlich toll, wenn du auf dem... Wo ist noch? Da steht schon. Kaufen Sie den Außenposten und seine Region. Ist hier nicht. Ist, was habe ich, warte mal, was ist denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Wald hat 14 Monaten. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nur Eisen. Ich habe auch nur Eisen. Also ich kann ein Stahlwerk bauen, ja, aber ich kann jetzt nicht irgendwie Waffen produzieren. Kohle? Einmal Kohle geht. Ja, wir könnten noch eine Baumwollplantage machen. Gold habe ich ja geschaut beim letzten Mal, glaube ich, ne? Nach irgendwas hattest du geschaut, mein Schatz, ja? Das war, glaube ich, Gold. Da ist hier nichts. Uran? Nein. Also ich habe bei mir Nickel in der Nähe, aber... Du kannst ja über diese grünen Linien gar nicht drüber, ne? Nee, dafür musst du den Außenposten beanspruchen, der da ist, aber ich weiß nicht wie. Nickel? Nee, ich... Doch, Nickel habe ich da. Du hast ein Nickelvorkommen? Ja. Der Nicht-Angriffspakt ist damit aufgehoben. Nein! Gib mir den Nickel! Ich kann es dir ja verkaufen. Jetzt für eine Million. Gib mir den Nickel, damit ich Waffen bauen kann, um dich anzugreifen. Was? Nee. Bin jetzt nicht so mit einverstanden. Warum? Nee, Nein. Erstens mal haben wir nicht Angriffspakt. Und zweitens würde ich dich sowieso nicht angreifen, mein Schatz. Das beruhigt mich jetzt. Dass wir nicht Angriffspakt haben oder dass ich dich sowieso nicht angreifen würde? Dass du mich nicht angreifst. Ui, warum sollte ich auch?
Wenn ich das mache, werde ich ja gestürzt. Dann bin ich ja nicht mehr El Presidente, dann bin ich El aus dem Spielos. Geschmissos. Hä, wieso geht das jetzt hier nicht? Jetzt muss ich das kurz mal wegmachen. Baue neue Häuser. Achso, ich könnte, ja. Da will er nicht. So. Die Leute wollen doch bestimmt hinter dem Kohlekraftwerk und neben dem Gefängnis wohnen, oder? Bestimmt. Meinst du nicht? So, meinst du, jetzt dass die das in den Platz haben? Hier fehlt... Wiederholte Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Aha. Keine Sorge. Oh Gott, geht das nicht? Kann ich da nicht? Ich hab überraschend organisierte Vandalen hier. Du bist überrascht, dass sie organisiert sind? Gut, also dann machen wir das jetzt mal anders. Okay, wir machen was... Oh. Wenn du sagst, okay, wir machen was anders, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du jetzt machst. Ich importiere jetzt mal kurz Eisen, weil ich habe keins. Okay. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine blöde... Gut, dass du das gesagt hast. Kann man Nickel importieren? Boah, Nickel. Nickel. Da. Import. Aus Venezuela. Nein, Moment. Vertrag unterschreiben. Möchten Sie diese Hand? Ja. So, was habe ich denn jetzt eigentlich? Ich muss Bäume liefern? Und Kokosnüsse. Ah, Kokosnüsse habe ich schon. Okay. So, wo ist meine Waffenfabrik? Da. Jetzt bauen wir eine Waffenfabrik. Handel läuft. Ja, da. Militärware, kirchliche Forschung. Das habe ich. Ein Restaurant habe ich auch schon gebaut. Kirmes Pier habe ich auch schon gebaut. Ja auch. Da habe ich noch gar nichts von gebaut. Ist mir auch egal. Habe ich schon. Ich will Tourismus. Oh Gott, in 5 Monaten sind Wahlen. Oh Gott. Was wollte ich? Eine Klinik wollte ich noch bauen. Ja, stimmt. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kommandoorganisation? Kabarett nahe der Botschaft, das habe ich doch schon. Kinders. Ich muss Oh Gott. Also hier ist die Botschaft und hier ist das Kabarett. Oh. Noch ein Restaurant für die? Die sind ganz schön verfressen. Nice, was wollen die? Noch ein Restaurant? Ja, echt. Tunnelverbindung, wo kannst denn du hier Tunnel bauen? Das ist ja cool, das muss ich auch mal probieren. Tunnel zu bauen. Parkdeck, oh, ich das? Ich erhöhe gerade die Moral meiner Wähler. Parkdeck. So. Ha, siehst du, 81% würden mich wählen. Ja, immerhin du. Beziehungsweise wähle mich hoffentlich. Ja, ich wurde schon gewählt. Ach so? Ja. So, noch mal schnell ein Restaurant bauen. Moment. Eigentlich... So für die Religiöse? War der Laden für die Kommunisten? Oh verdammt, jetzt habe ich das falsch gebaut. Egal. So, Waffenfabrik, check. Dann habe ich das und das und das und das. Basis, Schutzturm, Kaserne. Also, wir haben es ja im Moment echt eilig, weil wir Geld haben. Irgendwann müssen wir das Spiel auch mal im schwierigen Modus starten. Ja, auf easy. Aber wir müssen ja erstmal gucken, wie es überhaupt funktioniert, weil ich bin hier echt im Moment ein bisschen überfragt teilweise. Und probiere eigentlich mehr aus,
um zu schauen, wie es funktioniert. Ja, definitiv. Oh, Ergebnis. 314 loyale Tropikaner haben für sie gestimmt. 31 Individuen haben für ihren Rivalen gestimmt. Ey. Also, ich bin guter El Presidente. Verfassung von Tropico. Alle Bürger dürfen wählen. Pazifistischer Staat. Kann noch nichts machen. Wahlrecht. Alle Bürger, pazifistischer Staat. Da kann ich noch nichts machen, noch nichts machen, noch nichts machen, noch nichts machen. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Oh Gott. So. Erreichen Sie ein durchschnittliches Gesundheitsversorgungszufriedenheit von 50 innerhalb von 2500 Tagen? Ja gut. Ja, 35. Das ist doch schon mal fast 50, oder? Ja. Ich habe halt nur eine kleine Arztpraxis, die ich bauen kann. Kannst du kein Krankenhaus bauen? Ich kann eine Klinik bauen. Ja, also. Jo, es muss nur die Gesundheitszufriedenheit steigen. Kann ich da irgendwo... 34, das soll nicht sinken, das muss steigen. Was meinst du? Es ist gerade gesunken, anstatt gestiegen. Feuer wütet in Tropico, okay. Sweetie? Ja? Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge von Tropico 6 auch schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.